14 Kilo Hack sind kein gutes Verlobungsgeschenk? Viele fragen sich ja, warum ich immer eine Mütze trage. Dabei ist der Grund eigentlich ganz einfach zu erraten. Ich will wenigstens eine Sache drauf haben. Ansonsten kriege ich nämlich weniger geregelt als ein Streifenpolizist im Zebragehege. Manchmal bin ich einfach lustlos wie ein Smartphone-Akku. Dann denke ich solche Sätze wie: Wenn ich im Funkloch sterbe, verstreut meine Asche über dem O2-Shop. Herrje, diese Kolumne wird ja die traurigste Sache, seit Uwe Ochsenknecht versucht hat, seinen Söhnen Namen zu geben. Wilson Gonzales Ochsenknecht und Jimmy Blue Ochsenknecht? So würde ich ja nicht mal einen proktologischen Befund nennen. Ich habe Ihren Arsch gründlich untersucht und es tut mir leid, es Ihnen sagen zu müssen, aber der eitrige Ausschlag an Ihrem Rektum, das ist Wilson Gonzales. Oh nein! Und ich hatte gehofft, es sei nur Silbermond! Ich weiß ja auch nicht, woran es liegt, dass ich schlecht drauf bin. Vielleicht bin ich einfach unterfordert, so wie ein Chamäleon in Duisburg. Grau, 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 grau und grau. Sonntagnachmittag aber auch mal grau. Spaß beiseite. Grau. Ich hatte es ja früher schwer, Freunde zu finden. Mutter sagte, ich solle mir Leute suchen, die ähnliche Interessen haben wie ich. Also versuchte ich mich mit den Maulwürfen anzufreunden, weil ich auch gerne Haufen machte. Ich grub mich also im Garten bis zu den Knöcheln ein. Und zwar kopfüber. Ich konnte mich dann aber doch nicht so gut integrieren, weil ich einfach keine Lust hatte, Regenwürmer zu essen. Ich habe beim Angeln gelernt, dass da oft ein Haken bei der Sache ist. Mein Ausflug in den Untergrund blieb also nur ein kurzer Besuch in der Subkultur. Tiefer unter Tage als die Kanalisation. Robin Hood war Dieb. Ich bin Dieber. Nachdem das nicht geklappt hatte, wollten wir schon jegliche Hoffnung fahren lassen. Wir suchten uns professionelle Hilfe. Mein Kindertherapeut riet nach einem sehr kurzen Gespräch dazu, mir eine Nietenjacke anzuziehen und mich im Stadtpark auf dem Boden festzubinden, um zu sehen, ob vielleicht die Igel auf mich Bock haben. Aber Nietenjacken waren teuer. Irgendwann kam ich auf der Suche nach Freunden auf die Idee, es doch mal mit Menschen zu probieren. Damals klopfte die Pubertät immer heftiger an meine Tür und mit Tür meine ich Penis. Ich erlernte Brunftverhalten und balzte bald schon munter durch die Samstagnächte. Ihr wisst ja, wie das ausgeht. Dann bumst man eben, bis man AIDS hat oder eine Doppelhaushälfte. Ansonsten sind da ja noch die Igel.